Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Wunschpartner Liebesorakel für die kommende Woche. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch für eine dieser drei Kristalle oder für einen dieser drei Karten zu entscheiden. Wo ihr die Kristalle bekommt, da habe ich euch den Online-Shop von Daniel verlinkt. Da bekommt ihr eben diese Kristalle, die gibt es auch in groß. Und wo ihr die Karten bekommt, ich weiß nicht, diese Karten gibt es leider, die werden nicht mehr produziert. Das ist ein Kartendeck aus dem Jahre 1994. Ich werde schauen, ob ich auf Amazon noch den Link finde, dann werde ich es euch in der Infobox reinschreiben. Ich arbeite hier auch mit meinen neuen Tarotkarten. Ja? Ich habe begonnen, die Tarotkarten zu zeichnen und habe jetzt die ersten 21 großen Arkana gezeichnet. Und hier geht es um das Liebestarot. Ich habe also für jede Karte, also jetzt bin ich schon bei den Stäben angelangt, jetzt muss ich nur noch die Kelchekarten und die Münzkarten zeichnen, habe ich für jede Karte so ein Symbol gezeichnet, was mir diese Karte sagen möchte, was die Karte für mich an Bedeutung hat. Und da habe ich eben eine Zeichnung gemacht und auch ein kleines Stichwort, einen kleinen Satz dazu geschrieben, um mir auch so dadurch die Bedeutung zu vereinfachen. Für den Bereich der Liebe, macht das auch für den Bereich der Finanzen, da wird es Tarotkarten nur für die Finanzen geben und das sind eben meine Tarotkarten für die Liebe, weil ich das eben so für mich auch gerne vereinfachen möchte, weil ich eben auch gerade die Tarotkarten lerne und alle, die Tarotkarten kennen, wissen, dass es sehr, sehr viele Bedeutungen gibt und sich die alle einprägen, das ist wirklich eine Heidenarbeit. Deswegen brauche ich immer ein Stichwort und möchte mir das eben so auch erleichtern und habe auch schon ein paar meiner Zeichnungen auf meiner Facebook-Fanseite reingeschrieben. Ich habe auch sehr, sehr viele Nachrichten auch bekommen, dass die Zeichnungen auch sehr, sehr schön sind. Habe auch ein Angebot bekommen, diese Zeichnungen in eine Gruppe reinzustellen. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Karten zum Verkauf anbieten werde. Das ist jetzt einfach so mal der Prototyp. Ich werde mit Sicherheit noch etwas verändern, was die Umrandung betrifft, was das Deckblatt betrifft. Ja? Aber das ist jetzt einfach so mein Prototyp, weil ich einfach hier jetzt heute schon mit diesen Karten arbeiten möchte. Da möchte ich euch gerne ein paar zeigen. Zum Beispiel hier der Eremit, der bedeutet für mich so das Mauerblümchen. Dann die Welt, zum Beispiel das Glück, also die Karte Nummer 21 im Tarot. Dann die Karte Nummer 5, das bedeutet für mich hier auch Gottes Segen. Das Gericht, die Wiedervereinigung. Oder hier die Hohepriesterin, die Fürsorge, ja, da habe ich eben zu jeder Karte hier die Sackgasse, habe ich hier eine Zeichnung gemacht und ein Stichwort auf seinem Weg bleiben und finde das eigentlich sehr, sehr schön und damit möchte ich natürlich für mich auch das Tarotkartenlernen einfacher machen. Und die Tarotkarte habe ich jetzt gezogen für das Hauptthema diese Woche. Wenn du Zeit brauchst, halte das Video an. Ich starte gleich mit dem gelben Kristall und schau mir hier deine Wochenbotschaft an, also das Hauptthema, egal ob du jetzt einen Wunschpartner hast, in einer Partnerschaft bist oder Single bist. Dein Hauptthema lautet 11, die Gerechtigkeit, und zwar das Gleichgewicht. Es geht also hier um das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Ja, so einfach ist das für mich, hier auch die Tarotkarte, die Gerechtigkeit zu deuten. Es geht also darum, hier Gerechtigkeit reinzubringen, die Balance reinzubringen im zwischenmenschlichen Bereich und auch hier wieder so das Ausgeglichene, der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Das ist also sozusagen dein Hauptthema für diese Woche. Schauen wir uns die Liebeskarten an. Ich finde die sehr, sehr schön. Leider werden die nicht mehr produziert und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier noch welche bekommen habe. Wir haben hier Vorhersehen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Du siehst hier, bist vielleicht ein sehr intuitiver Mensch, vielleicht ein sehr hellsichtiger Mensch. Ja? Und dass du hier vielleicht auch schon spürst, dass hier wieder die Gerechtigkeit, die Balance
hineingehört. Vielleicht siehst du auch gewisse Dinge schon in der Zukunft, die vielleicht für dich auch sehr, sehr wichtig sind. Ja? Hier geht es einfach darum, dass du oder dein Gegenüber oder vielleicht auch alle beide hier ja, sehr hellsichtig seid. Aber die Karte Vorhersehen bedeutet für mich auch, dass diese Partnerschaft, in der du bist oder mit deinem Wunschpartner, vorhergesehen ist, ja, dass das so kommen musste, ja, nichts passiert einfach ohne Grund, ja. Das bedeutet für mich die Karte Vorhersehen auch. Aber in allererster Linie bedeutet es für mich, dass du oder dein Gegenüber ein sehr, sehr hellsichtiger Mensch bist und dass du vielleicht auch schon sehr, sehr lange spürst, dass hier wieder die Balance hineingehört in diese Verbindung, ja, und dass du da einfach jetzt auch hier wirklich die Bestätigung bekommst, dass das, was du schon lange spürst, auch wirklich ein Thema für dich sein kann. Wir haben hier auch noch die Karte Präsenz. Also das bedeutet immer, ja, dass man auch präsent ist in den Gedanken des anderen, ja, man sieht ja hier so das dritte Auge. Das passt ja auch mit der Vorhersehung, ja. Vielleicht bist du ein wirklich sehr, sehr spiritueller Mensch, dass du gewisse Dinge eben auch schon siehst für die Zukunft, in der Zukunft, dass du viele Visionen, viele Botschaften für den Bereich der Liebe bekommst. Aber die Karte Präsenz bedeutet für mich auch, dass entweder du in den Gedanken deines Gegenübers sehr präsent bist. Oder auch umgekehrt oder beidseitig, ja. Da geht es einfach darum, die Präsenz sein für jemanden, also dass man hier auch präsent ist, aber hier auch wirklich die Karte vorhersehen mit dem dritten Auge bedeutet für mich ganz glasklar, du bist ein sehr spiritueller Mensch, bekommst hier auch Visionen, ja, vielleicht auch wirklich Visionen wieder mehr so in die Balance, ins Gleichgewicht reinbringen und wie gesagt, durch dieses Video vielleicht auch hier die Bestätigung, wo du sagst, ha, ich denke ja schon die ganze Zeit darüber nach, immer wieder bekomme ich hier oder sehe ich vor meinem dritten Auge genau dieses Thema, das Thema des Gleichgewichts und jetzt kommt das in diesem Video, ja, dann hast du hier quasi auch die Bestätigung. Und wir haben auch noch die Karte Zeit. Zeit ist immer so eine Sache, ja. Für einen ist eine Woche die Ewigkeit, für andere ist eine Woche fast gar nichts, ja. Zeit ist ein wichtiges Thema. Und hier geht es auch darum, sich auch Zeit zu nehmen. In der Partnerschaft Zeit füreinander nehmen. Ja, dass das hier auch wieder präsent ist, dass du das vielleicht auch schon lange darüber nachdenkst, wieder mehr Zeit mit deinem Partner zu haben und auch hier zwischen Beruf und Privatleben wieder das Gleichgewicht reinbekommst. Oder wenn du einen Wunschpartner hast, der dich eben schon sehr, sehr lange quasi in der Warteschleife erhält, bedeutet das hier die Karte Zeit ebenfalls. Denn die Sanduhr, das läuft ja auch sehr, sehr langsam runter. Ja, dass du offensichtlich hier schon sehr, sehr lange auf irgendetwas wartest. Ja, und dass auch du hier schon sehr lange darüber nachdenkst. Oder eben, wenn du Single bist, dass du vielleicht noch Zeit brauchst, um hier auch den richtigen kennenzulernen. Oder dass du wieder mehr ins innere Gleichgewicht kommst, weil du schon sehr lange auch vielleicht sehr unruhig bist. Ja, dass die Karte Zeit kann natürlich alles für dich bedeuten. Ja, je nachdem, in welcher Situation du bist. Vielleicht, wie gesagt, beschäftigt dich das Thema Vorhersehen schon sehr lange, ja, dass du als Single immer wieder vor deinem dritten Auge eine Vision bekommst, dass du jemanden kennenlernst. Es gibt sehr, sehr viele, die berichten, wenn sie jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernen, dass sie schon Wochen oder Monate vor ihrem dritten Auge quasi diese Begegnung sehen, aber können das nicht zuordnen. Ja, und dass das eben dann auch wirklich eintrifft, ja, das ist kein Humbug, das passiert sehr, sehr oft. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du schon sehr, sehr lange darüber nachdenkst oder Visionen bekommst, den richtigen Partner kennenzulernen. Vielleicht siehst du auch vom dritten Auge, wie der aussieht. Ja, da ist ja, viele glauben, das ist Humbug, aber das gibt es tatsächlich. Und das ist bei dir vielleicht auch schon sehr, sehr lange ein Thema. Ja, dann,
Ist das hier auch die Bestätigung, dass das für dich kein Humbug ist, dass du vielleicht das abtust und sagst, ja, das ist Spinnerei oder Tagträumerei und durch dieses Video sollst du vielleicht auch eine Botschaft bekommen, dass das eben nicht Tagträumerei ist, dass du hiermit jetzt einfach die Bestätigung bekommst und vielleicht sagst, ich wusste es, ich hatte das schon sehr, sehr lange im Gespür und das ist hier quasi so vielleicht auch deine Bestätigung. Wer weiß? Also das ist hier mal der gelbe Kristall. Schauen wir uns die Hauptbotschaft der Woche für alle an, die sich für den grünen Kristall entschieden haben. Und da lautet die Hauptbotschaft von der Tarotkarte, der Turm, reparieren. Also der Turm im Tarot bedeutet, dass zwar Verletzungen da waren, aber es gibt noch die Chance, etwas zu reparieren. Es ist etwas zusammengebrochen in dir im Bereich der Liebe, das aber noch repariert werden kann. Also hier kein endgültiges Ende. Ja? Du sollst hier gewisse Dinge auch reparieren, versuchen zu reparieren. Mit dem Turm, der ja eigentlich im Lenormand steht, der ja für eine Trennung. Ja? Aber hier steht es einfach, dass etwas zusammengebrochen ist, das aber so wieder repariert werden kann. Ja, das bedeutet für mich hier die Karte der Turm im Tarot. Also hier ist quasi noch nichts entschieden. Verletzungen, klar, die gibt es immer wieder. Aber hier gibt es die Möglichkeit, das Ganze zu reparieren. Entweder mit Partner oder mit Wunschpartner. Oder wenn du Single bist, in der Vergangenheit Verletzungen hattest, geht es auch hier darum, das eigene Herz wieder zu heilen. Ja, die Wunden auch zu heilen. Schauen wir uns deine Liebeskarten an. Und hier haben wir die Karte der Beherrschung. Es geht also darum, sich zu beherrschen oder versuchen, über jemanden die Herrschaft zu bekommen. Ja? Und das passt ja auch sehr gut zur Karte der Turm. Ja? Dass vielleicht entweder du versucht hast, jemanden zu kontrollieren, zu beherrschen oder auch umgekehrt. Vor allem, wenn man in einer Partnerschaft ist. Da gibt es oft so die Paare, wo jemand sehr, sehr eifersüchtig ist und versucht hier wirklich den anderen zu beherrschen. Das ist natürlich ungesund. Ja? Und da kommt es natürlich auch zu Verletzungen bei deinem Gegenüber, also derjenige, der hier gerne beherrscht, aber auch derjenige, der beherrscht wird. Ja? Das ist ja alles andere als lustig. Aber diese Situation kann hier noch gerettet werden. Diese Situation sollte repariert werden. Es geht also hier quasi um die Beherrschung einer Situation, die Kontrolle auch haben. Das ist ja auch so ein Thema. Dann haben wir noch die Denkmuster. Okay, da geht es also darum, dass man hier Denkmuster hat. Man muss jetzt unbedingt die Kontrolle behalten über jemanden oder über eine Situation. Das sind Denkmuster, die aber so nicht in Ordnung sind, die hier auch repariert werden wollen. Und dann haben wir auch noch die Karte, der richtige Zeitpunkt. Na, wenn das nicht passt, jetzt ist also der richtige Zeitpunkt, deine Denkmuster anzuschauen. Es geht um das Thema Beherrschung und dieses Thema möchte repariert werden. Entweder trifft es dich und deinen Wunschpartner oder trifft auf dich und deine Partnerschaft. Oder wenn du Single bist, kann es natürlich auch bedeuten, dass du jemand bist, der gerne alles kontrolliert, ja, vielleicht auch so jemand ist, der, wenn er jemanden kennengelernt hat, immer so Facebook schnüffelt oder WhatsApp, wann jemand online ist, all diese Dinge, ja, die sind aber ungesund und das sind aber auch hier so die Denkmuster. Ich muss etwas kontrollieren, ich muss etwas beherrschen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das anzuschauen und das auch zu reparieren. Wenn es zum Beispiel deinen Partner betrifft und du bist diejenige, die immer wieder auch kontrolliert wird, gemeinsam mit dem Partner an dieser Thematik arbeiten und dieses Thema auch reparieren. Denn das sind Denkmuster, auch Verhaltensmuster, denn man denkt das ja nicht nur. Man setzt das ja oft in die Tat um, indem man wirklich hinterher schnüffelt, ja? Dass man gemeinsam mit dem Partner dieses Thema versucht zu reparieren, ja, und das ist hier auch sehr, sehr wichtig, denn Beherrschung, ja, oder versuchen, jemand anderen unter Kontrolle zu haben oder zu kontrollieren, kann auf Dauer nicht gut gehen. Und das ist einfach das Thema, was dich diese Woche vielleicht auch wirklich
begleitet. Es kann natürlich sein, dass es hier auch nicht auf dich zutrifft. Das ist einfach hier so das Risiko eines allgemeinen Orakels, dass es eben einfach mal nicht passen kann oder du deutest diese Kartenlegung auch anders. Ja, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ich deute eben auch sehr intuitiv das, was ich gerade reinbekomme, wenn ich mir zum Beispiel diese Stichworte anschaue und die Stichworte miteinander kombiniere. Du kannst natürlich das Ganze auch ganz anders sehen, ist natürlich vollkommen in Ordnung und soll auf jeden Fall auch so sein. Schauen wir uns jetzt die Wochenbotschaft für alle, die sich für den roten Kristall entschieden haben, an. Und hier haben wir die Mäßigkeit, Gefühle fließen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Gefühle sind auf jeden Fall da, egal ob mit Partner oder Wunschpartner. Man sieht hier den Bach oder den Fluss, wie hier diese Herzen fließen, also die Gefühle fließen, das ist alles auch sehr, sehr positiv. Ja, also Gefühle sind hier auf jeden Fall da, falls du dich das gefragt hast. Die kommen auch immer mehr ins Fließen diese Woche. Dann haben wir noch die Liebeskarten, das Herz, das passt ja auch. Also hier geht es auch um die Liebe, um das Herzchakra. Hier ist, wie gesagt, liebesmäßig sehr viel am Fließen. Das finde ich auch sehr, sehr positiv. Dann haben wir noch die Karte Vereinbarungen. Also ihr habt hier offensichtlich eine Vereinbarung getroffen. Vielleicht schon vor dieser Inkarnation, wenn es sich um eine Seelenpartnerschaft handelt oder um jede andere Vereinbarung. Ja? Vielleicht hast du mit deinem Gegenüber vereinbart ein Treffen. Ja? Egal was. Das wird hier quasi fließen, weil sowieso die Gefühle da sind. Vielleicht wirst du auch diese Woche mit deinem Gegenüber eine Vereinbarung treffen, aber das sieht sehr positiv aus, ja? Weil wir haben hier das Herz, eine Vereinbarung wird aus dem Herzen heraus getroffen und wie gesagt, die Gefühle fließen. Und dann haben wir hier noch, das passt ja auch, der Energiefluss. Also nicht nur die Gefühle fließen, sondern auch die Energie zwischen euch beiden. Also hier sieht es sehr, sehr positiv aus. Ihr werdet diese Woche vielleicht eine Vereinbarung treffen. Vielleicht habt ihr schon eine Vereinbarung getroffen, die diese Woche auch erledigt wird. Vielleicht geht es hier bei dieser Vereinbarung auch darum, eine Vereinbarung, die ihr euch getroffen habt, bevor ihr inkarniert seid, das sogenannte Seelenversprechen. Das biete ich ja auch an, wenn du wissen möchtest, was du mit deinem Gegenüber vereinbart hast für diese Inkarnation. Ja, da kann es sich natürlich auch um diese Vereinbarung gehen oder um jede andere Vereinbarung. Ja, wenn du gerne wissen möchtest, welches Seelenversprechen du und dein Gegenüber, was ihr euch da gegeben habt, kannst du natürlich so eine Legung gerne bei mir buchen. Ansonsten geht es wirklich darum, dass entweder diese Woche eine Vereinbarung jetzt durchgezogen wird, welche das auch immer sein mag, die Gefühle fließen, die Energie fließen oder eben diese Vereinbarung ist getroffen und wird eben diese Woche wirklich auch umgesetzt. Ja, bei der Vereinbarung geht es darum, dass man sich was ausmacht und dass das dann auch erledigt wird, also tatsächlich passiert. Und so sieht es hier einfach diese Woche aus, dass diese Vereinbarung, wie auch immer du sie mit deinem Gegenüber, welche du auch immer getroffen hast, dass das diese Woche womöglich auch passieren wird. Oder ihr werdet eine Vereinbarung treffen. Oder wenn du Single bist, dass du hier wirklich jemanden kennenlernst, mit dem du hier Vereinbarungen ausmachst. Treffen vielleicht, ja. Und wie gesagt, das kommt auch vom Herzen heraus. Die Gefühle fließen und auch die Energie zwischen euch. Diese Woche wird sehr, sehr positiv und gut sein und ihr werdet diese Energie auch spüren. Ja, das sind oft Energien, die einem oft umhauen können, im positiven, aber auch im negativen Sinne. Aber diese Woche sieht es einfach wirklich sehr, sehr positiv aus. Und wenn du dich gefragt hast, ob dein Gegenüber Gefühle für dich hat, auf jeden Fall, die Gefühle fließen und es ist das Herz auch noch gefallen. Ja? Also die Gefühle sind auf jeden Fall da. Auch hier möchte ich nochmal erwähnen, das ist ein allgemeines Orakel. Es kann natürlich sein, dass das diese Woche nicht auf dich zutreffen wird. Ja? Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Freue mich auf eure Feedbacks, die ihr mir auf Facebook geben könnt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Liebe und alles Gute.